Nicht nur die Behörden und Institutionen, auch die Bürger beschäftigt der neuartige Coronavirus. Supermarktregale sind an manchen Orten leer, Apotheken und Drogeriemärkte haben Schwierigkeiten, Nachschub an Desinfektionsmittel zu liefern und Masken zum Schutz der Atemwege sind ebenfalls Mangelware. Ich habe mich heute nach Reutlingen in die Fußgängerzone begeben und einmal nachgefragt, wie es bei den Bürgerinnen und Bürgern um die Angst vor dem Coronavirus steht. Die Lungenkrankheit beherrscht momentan die öffentliche Debatte. Täglich gibt es Meldungen von weiteren Infizierten. Die Reutlingerinnen und Reutlinger scheinen sich davon allerdings nicht verunsichern zu lassen. Also ich mache mich da nicht so ganz verrückt. Also ich denke, wenn man es kriegt, dann kriegt man es. Aber die Verläufe bei gesunden Menschen sind ja recht mild. Und mit Kind im Kindergarten, ich bin Lehrerin, da hat man so viel Kontakt zu Leuten, das kann man irgendwie gar nicht vermeiden. Ich habe da eigentlich kein Empfinden dazu. Alles ein bisschen hochgepusht in den Medien, aber ja. Auch besondere Vorkehrungen, wie beispielsweise den Vorrat an Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu vervielfachen, treffen die wenigsten. Doch, ich wasche meine Hände öfters oder wenn ich jemanden husten sehe, versuche ich mich zu entfernen, aber sonst nicht. Wir haben das schon gemacht. In Italien, in Laden gibt es fast alles leer. Und wo in Ulm ist auch das passiert, es gibt kein Essen mehr und so. Ja. Finden Sie es nicht ein bisschen übertrieben oder finden Sie es gerechtfertigt? Schon übertrieben, aber siehst du nicht, die Leute haben Angst, deswegen machen die das. Also ich empfinde das eigentlich wie eine normale Grippe und ich weiß nicht, ich glaube, das sind die Medien, wo da ein bisschen Panik machen. So Veranstaltungen an sich ist sinnvoll, dass sich das Ganze nicht mehr verbreitet, aber sie haben so Käufe, finde ich, soweit ist es noch nicht, dass man sich jetzt so darauf vorbereiten muss. Also ich finde schon, das ist in Ordnung, dass Großveranstaltungen abgesagt werden. Ich denke eben auch, also klar, wenn da irgendjemand infiziert ist, dann steckt er da wahrscheinlich einiges an Leute an und das kriegt man ja auch nicht mehr nachvollzogen nachher am Ende. Aber also Hamster gekäuft haben wir nicht, nö. Wir haben immer ein bisschen was zu Hause, aber. Also auch wenn das Thema Corona Top-Thema in den Medien ist, die Panikmache können die meisten Menschen hier in Reutlingen zumindest nicht verstehen und richtige Angst scheinen sie auch nicht zu haben. Bleibt abzuwarten, wie es sich weiterentwickelt. Wir bleiben am Ball für Sie.